Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur dritten Folge Let's Play Shadow Kings. Das neue Spiel von Good Game Empire. Ich sag schon wieder Good Game Empire, da wäre es einfach nur Good Game, oder? Oder? Ja, wahrscheinlich. So, es hat sich ein bisschen was getan, seitdem ihr das letzte Mal hier wart. Ich habe ein paar mehr Fights durchgeführt. Bin Stufe 8, ich glaube, das war hier aber letzte Runde schon. Und ansonsten habe ich jetzt eben gerade hier den Steinbruch beendet. Meine Steuer habe ich auch schon wieder viel zu spät eingeholt. Das vergesse ich immer wieder. Machen wir wieder auf 15 Minuten. Damit können wir ganz gut das Ende der Folge dann timen. Weil ich ja hier keinen Timer sitzen habe. Keine Eieruhr und so. So, ansonsten habe ich jetzt, wenn wir mal in meinen Angriffslog reinschauen, eigene Angriffe schon ein bisschen angegriffen. Ich habe hier Valhalla angegriffen. Vor, wie lange ist das jetzt her? Einer Stunde. Und habe dort von meinen 14 Kriegern 3 verloren. Und er hat 14 Krieger eingesetzt und hat 14 verloren. Warum, wieso, weshalb das jetzt so ist, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Wir können uns ja mal sein Dörfchen anschauen. Also können wir nicht, aber... Stimmt, das können wir gar nicht. Ihr seht ja, es brennt. Es brennt. Deswegen, bei ihm geht nicht mehr so viel. Ich habe ihn ein bisschen zerstört, es tut mir leid. Eigentlich überhaupt nicht, aber naja. Minderwertig. So. Gehen wir mal zurück. Ich finde es echt bei dem Spiel ganz entspannt, dass er tatsächlich alles auf Level basiert und nicht auf irgendwas anderem. Wie lange dauert das jetzt? 4 Minuten. Das ist halt, was mich wirklich stört, ist, dass wir nur einen von diesen Technikern haben. Deswegen wird es eigentlich dafür Zeit, uns mal ein paar Diamanten zu holen, damit wir wenigstens einen zweiten haben. Weil mit nur einem Bauslot ist das schon echt ziemlich wenig. Ich meine, das ist bei Boom Beach auch so. Aber ihr seht ja, wie lange ich es da geschafft habe, das zu spielen. Mit nur einem Bauslot ist das schon... Ich meine, ich kann jetzt nichts anderes machen, außer 3 Minuten 48 warten. Und währenddessen ein wenig angreifen. Okay, wir haben neue Angreifer freigeschaltet, ne? Sehe ich richtig? Sehe ich richtig. Wir haben nämlich ein paar neue Fernkämpfer. Rekrutieren. Schwacher Fernkämpfer-Angreifer, der für sein feuriges Temperament und sein gutes Auge bekannt ist. Dann rekrutieren wir doch mal 5 Stück. Was? Das dauert 14 Minuten. Willst du mich verorschen? Nicht verdoppeln. Ich will nicht verdoppeln. Abbrechen. Ich will die komplett freijammen. Ach, man kann die gar nicht freijammen, oder was? Schade eigentlich. Weil 14 Minuten ist natürlich schon ganz schön lange. So, was haben wir denn hier? Ordentlich Einheiten am Stissel eigentlich, ne? Können wir eigentlich mal angreifen gehen. Schicken wir mal einen Angriff raus. Und spionieren aber vorher. Ich will nicht so weit. Gehen wir mal nach hier oben. Spionage... Spionage. Spionage starten. Zack. Eigene Spionage erfolgreich. So. Für was diese 73 da oben steht, weiß ich auch immer noch nicht. Genauigkeit der Spionage, okay. Rohstoffe sind 2000 Holz, 1732. Was mir immer ein bisschen schwer fällt bei solchen Spielen, wenn man die neu startet und sie, ja, gerade von Anfang an, wenn ich euch von Anfang an mitspielen lasse, dann lässt sich immer ganz schwer sagen, ob das viel ist, was man da bekommt. Auf jeden Fall hat er nur 6 Angreifer am Start und deswegen würde ich sagen, können wir da eigentlich mal angreifen und setzen einfach, ich setze immer einfach einen mehr meistens, als er an der Stelle hat. Zurück. Warte, er hatte... Warte, nee. Eigene 5. Okay, man kann ich hier 3 setzen. Werkzeuge brauche ich hier nicht mitnehmen, das ist alles noch viel zu easy. Das ist... Ups. Das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. Das ist alles viel zu easy. Ich finde nur, das ist noch ein bisschen anstrengend. Also man muss echt noch ziemlich viel klicken, bis man alle Einheiten gesetzt hat. Ich meine, man gewöhnt sich irgendwann an diese Klickwege. Oh, das war einer zu viel. Und dann geht das auch schneller. Aber ich finde das unglaublich umständlich gemacht. Man muss so viele Sachen klicken. Angriff dauert auch 13 Minuten. Angriff. Noch 4 Krieger benötigt. Warum das denn? Warum denn? Hä? Ach, jetzt habe ich das wieder weggeklickt. Das wollte ich doch gar nicht. So, dann waren das hier wieder 5 Krieger zuweisen. Zack, 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 zack. Ich bin so schnell. So, können wir jetzt den Angriff starten? Dir fehlen 7 Münzen.
Wie viele Münzen zum Angreifen? Wie lächerlich ist das denn? Na, gucken wir mal in die Quests rein. Fremde Schatten. Spende Holz. Wem soll ich denn jetzt Holz spenden? Unterstütze die gute Sache mit 20 Holz. Zeige Größe und bringe dieses kleine Opfer. Leider gab es nicht genug Dunkelkiefern, weshalb wir letztlich Fichte genommen haben. Das sollte die Geister nicht zu sehr stören. Okay. So, jetzt habe ich auch genug Gold, um einen Angriff durchzuführen. Deine Marke. Piken und Äxte sind auf Dauer nicht das Wahre. Mit einer größeren Kaserne kannst du auch Krieger mit anderen Waffen rekrutieren. Du bist ja verrückt. Ja, aber das darf ich doch noch gar nicht ausbauen. Ich find's blöd, einem wird hier nicht angezeigt, was man freischaltet. Irgendwo müsste ich das doch aber machen können. Kasernenstufe. Hier werden Krieger rekrutiert. Neuer Krieger. Wenn ich auf Stufe 3... Ich kann der doch gar nichts ausbauen. Ich bin doch schon auf Stufe 2 mit dem Ding. Was ist denn los mit dem? Was labert der denn da? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Sag mal, das waren doch jetzt keine 30 Sekunden. Jetzt ist das Gebäude schon fertig. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich ausgebaut habe. G fucking G. Ich glaube, meine Holzhütte. Kann das sein, dass ich meine Holzhütte ausgebaut habe? Ich weiß nicht. So, was können wir denn am Militärgebäude bauen? Versteck. Das brauchen wir jetzt eigentlich alles erstmal nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne irgendwie einen neuen Krieger freischalten, aber das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht. Machen wir erstmal unseren Angriff. Wen hatte ich spioniert? Hier oben den Agropol, glaube ich. Wie erobern? Nee, da will ich angreifen. Obwohl, wir könnten noch was erobern. Wo können wir was erobern? Ich konnte irgendwas erobern gerade. Toll, warum ist das so weit weg von mir? Ja, ich will ihn erobern. Dafür brauche ich einen Statthalter. Statthalter, wo bekomme ich einen Statthalter her? Für du kannst deine Stadt oder deine Außenpost als Ursprungsort deines Angriffs auswählen. Für jeden Angriff bist du einen General, wenn du den. Das kennen wir ja schon. Das geht also gar nicht. Dann greifen wir lieber ihn an. So, die alte Leier. 5. Und 3. Und. Ich nehme die 3. Ich bin gewählt zum Lenken, nicht zum Denken. So. Dann soll die Armee mal losziehen. Wir sind ja schon am Nachrekrutieren. Gucken, wie lange das noch dauert. Nee, nicht ausbauen, sondern rekrutieren. Angreifer. 9 Minuten noch. Was kann man hier noch rekrutieren? Truppenübersicht, Verteidigungswerkzeuge, Angriffswerkzeuge. Ja, wieso nicht? Produzieren wir einfach nochmal 5 Stück von denen. Ich meine, wir haben sowieso viel zu viel von meinen ganzen Ressourcen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Wir könnten mal irgendwas... Was bringt mir das Ausbauen eigentlich? Achso, das ist die Anzahl der Wächter. Ansonsten könnten wir mal was richtig Teures machen. Gebäude ausbauen. Das geht natürlich erst ab Level 11. GG. Was kostet das Ausbauen? Geht auch noch nicht. Das geht aber ausbauen. Zack. Das dauert 10 Minuten. Na, klasse. Klasse. Ja, wie ihr seht, irgendwie gibt es gerade nicht mehr viel zu tun. Vielleicht sollten wir das ein bisschen runtersetzen von der Zeit. Und ihr müsst mir jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Einen weiteren Bauslot? Ja, nein, vielleicht. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, das zu machen, weil so sind wir immer hier und haben jetzt nichts zu tun. Ich meine, ich kann jetzt hier den Quests durchlesen, aber ich kann davon nichts machen. Ach, ich kann Münzen spenden. Meinetwegen spende ich halt Münzen. Mann. Zu den Waffen! Ich kann Armbrustschützen, kann ich noch gar nicht. Lol, warum geht denn das? Ich kann Armbrustschützen rekrutieren. Ich verstehe immer nicht, wann ich die freischalte. Schwacher Fernkampfverteidiger. Ach so, das ist einfach das Gegenstück. Tja, können wir auch mal ein Bataillon. Mann, das kostet. Kann mir nur einen leisten. Ich arme Schlucker. Ich habe das Gefühl, es gibt hier Holz, Eisen, Hunger, also Essen und Diamanten und Gold. Und ich habe das Gefühl, Gold ist tatsächlich eine wichtige Einheit, die man irgendwie braucht, sonst rollt der Rubel nicht. Und was gibt's hier noch Neues? Das Ritter braucht viel positive Energie. Ein gemütliches Zuhause und hübsche Dekorationen sollten für die rechte Stimmung sorgen. Was gibt's hier noch für tolle... Da habe ich jetzt das gebaut? Ach nee. Es gibt hier noch... Ach, ich kann jetzt nicht mal was in die Queue setzen. Weil ich eine Queue muss man auch mit...
Okay, wir müssen definitiv diesen Bauslot holen. Das müssen wir definitiv gucken, dass wir das bekommen. Und das mache ich das nächste Mal, wenn, wenn ich wieder so ein Angebot habe. Weil ab und zu hat man ja diese Angebote, dass das günstiger ist. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Das gibt's hier gar nicht, das gibt's hier. Zu viele Stores hier, ich gucke gar nicht klar. Da komme ich ja gar nicht klar. Müssen wir echt 10 Euro ausgeben, das ist ganz schön viel, muss ich sagen. Das ist ganz schön asozial viel. Ein Zehner für einen scheiß weiteren Bauslot. Ja Mann, das kostet 14.000, da muss ich echt einen Zehner für rauskloppen. Also das finde ich schon ziemlich mies. Das finde ich mies von euch, muss ich sagen. Ein bisschen viel ist das, also da würden auch irgendwie 4,49 reichen. Aber das ist penetrant viel. So, Verteidigung wollte ich nicht gucken. Ich wollte eigentlich nochmal schauen, ob wir noch ausbauen können. Wir können nämlich unseren Stadt noch besser ausbauen. Oh, hier oben, ne? Zack. Was können wir noch machen? Nochmal geht nicht, ne? Nee. Nächste Stufe. Was geht da noch? Stadtgraben. Oh, geil. Ja, ey, Alter, das kostet alles Diamanten. Wie sind die denn drauf? Ach ne, kriege ich auch als normaler. 10%? 20%, so klar. Das ist ja so klar, ne? Oh Mann. Hoffentlich machen sie sich das Game dadurch nicht kaputt. Das kommt mir so ein bisschen wie Pay to Win vor gerade. Eine Farm. Bauen wir noch eine Farm. Ach, geht ja nicht. Ich bin ja am Tower bauen. 3 Minuten 57. Dann gibt's Steuern. Mal gucken, wie weit unsere Armee ist. Sehe ich das hier auf der Karte? Wird mir angezeigt, wie lange die noch braucht. Nee, kein Rückzug. Kann ich nicht den Infoknopf drücken? Na, klasse. Ja, wie gesagt, also ich habe das jetzt schon des Öfteren angesprochen. Grafikupdate muss auch dringend her. Wie weit kann ich hier eigentlich umher scrollen? Alter. Krass. Man kann echt durch diese komplette Map scrollen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch sagen, hier, ihr kommt, ich greife den an. Und in 3 Stunden 21 wäre meine Armee da runtergelaufen. Ich weiß nicht mal, wo mein Dorf ist. Das ist hier oben irgendwo. Soll ich denn das wiederfinden? I am lost. I'm never finding back. Never going to find back. Whatever. Ich verstehe auch nicht, warum das Stadttor eben gerade noch hier unten war und jetzt nach da oben rutscht. Das ist merkwürdig. Und ich würde ganz gerne tatsächlich mal in eine Allianz kommen irgendwann. Aber ich finde es irgendwie auch immer noch assi, dass das so viel kostet. Ach ja. Nix kriegt man umsonst. Nix. So. Ein bisschen umbauen hier. Das sieht ja nicht schön aus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Dekos bauen können, wenn... Das geht auch nicht. Ich kann nicht mal Dekos bauen, wenn... Das sind doch 0 Sekunden. Dekos müssen auch gebaut werden. Dixi-Klo. Ach ne, eine Donnerbude. Ein verwirrter Mysteriker hat vorhergesagt, dass man mit der Verleih solcher Häuschen in Zukunft reich werden. Ach, das sind... Ah, okay. Dixi-Klos. Kannst du jetzt schon im Mittelalter Dixi-Klos verleihen? Na, ich meine... Wieso auch nicht, ne? Das lassen wir einfach mal da stehen. Ich habe das Gefühl, es ist eh völlig egal, wie was steht von der Def her. Es ist, glaube ich, nur wichtig, wie man sich in der Verteidigung positioniert. Und genau das probiere ich jetzt auch mal rauszufinden, ob man das irgendwo einstellen kann. Verteidigung. Front, okay. Ja, wir haben ja jetzt einen neuen. Können wir noch einen... Könnte ich da nicht noch was Neues zuweisen? Ah, was war das für ein Geräusch? Nee, hier könnte ich nur... Ach, mein Pech ist noch gar nicht zugewiesen. Das wäre natürlich blöd. Übersicht. So, ich würde aber ganz gerne... Ich habe doch hier oben noch einen Krieger verfügbar. Nee. Okay. Also meine rechten Flanke sind Dorfbewohner, also eine Milizionär und ein Pikiner. Und dasselbe sollte dann hier wahrscheinlich auch so sein. Was passiert, wenn ich jetzt angenommen auf OK drücke? Ah. Hat sich da jetzt irgendwas verändert? Nee, mal
lassen das mal auf den guten 50%. Wie ihr wisst, habe ich keinen blassen Schimmer, was das zu bedeuten hat. Und was das da macht und warum und wieso und... Was? 3 Minuten 28 braucht das noch. Wir schauen nochmal nach unserer Armee. Und was mich auch noch so ein bisschen stört, ist, dass man nicht weiter als so rauszoomen kann. Das heißt, ich kann hier so umhergucken und es baut sich auch alles noch ein bisschen langsam auf. Also ich denke, da muss noch definitiv ein bisschen was an Grafik-Updates kommen. Und dann wird das alles auch wieder ein bisschen schnuckeliger. Und merkwürdig finde ich immer noch, dass ich keine Allianzen suchen kann. Ich sehe ja bei ihm zum Beispiel, dass Subitown... Wie wird das bei mir angezeigt, wenn ich bei... John? Okay. Und der ist schon in einem Clan, wenn ich das richtig sehe, oder? Spielerinfo. Allianzinformationen. Mitgliederliste. Ah, der ist in einer Allianz. Was wir jetzt einfach mal machen könnten... Wir können da jetzt einfach mal beitreten. Allianz beitreten. Hey. Oh, klasse. Das ist noch alles. Aber gut finde ich, dass man hier markieren kann. Das ist das, was bei Clash of Clans echt stört. Man muss immer alles zurücklöschen, bis man wieder was Neues schreiben kann. Ich schreibe jetzt einfach mal auf Englisch. I would... would like... Eieiei. Like to join your... Allianz. Schreibt ihr sich auf Englisch auch so? Ich gehe mal davon aus, dass die eh annehmen, egal was. Alter, egal was man schickt. Der Name enthält ungültige Zeichen. Hä? Was zur Hölle? Greifenpost ist schon unterwegs. Okay, man kann also eine Allianz gründen mit 15 Mitspielern und man kriegt hinten angezeigt, wie weit die Entfernung ist und auf welchem Level die sind. Das heißt, vom Level her wäre ich da jetzt nicht mal der Niedrigste. Subi ist noch ein bisschen niedriger. Dann haben die hier vorne verschiedene Hüte. Ich glaube, das hat irgendwas mit denen ihren... Ja, das hat irgendwas mit denen ihren verschiedenen Rangordnungen zu tun, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kann meinem Nachbarn eine Nachricht schreiben. Mal gucken, ob da überhaupt irgendjemand antwortet, wenn man da schreibt. Hi. I am your father. Schreibt man... Nee, Father schreibt man im Englisch mit F, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Schreib jetzt einfach mal ganz easy Dad. Yo. Und abschicken. Ich finde es krass, dass man sich hier Nachrichten schicken kann. Ein bisschen Schiss habe ich davor, wenn dann ihr auch anfangt, dieses Spiel zu spielen, dass mein Nachrichtenposteingang dauerhaft voll ist. So, dann ist meine Steuer eingetrieben und ich würde sagen, wir machen das direkt... Oh, ich habe schon wieder eine neue Quest erledigt zu den Waffen. Nee. Gehen wir mal nach Hose und ich werde nochmal für 5 Stunden Steuern eintreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der 4. Folge von, Shadow Kings. Bisher noch ein bisschen unspektakulär, was hier passiert. Und wir können jetzt eigentlich auch gerade noch kurz... Habt ihr es gesehen? Es waren 19 Sekunden und dann war es auf einmal zu Ende. Schon irgendwie komisch. Ich glaube, das ist mit den Timern auch alles noch nicht so richtig. Wir bauen den nächsten Turm aus und ich war mich gerade am Verabschieden. Und ansonsten, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen nicht, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, wie immer, eure eigene Nase nach. Ich bin raus. Macht's gut.